Hallo meine Lieben, ich grüße jeden Einzelnen hier von euch recht herzlich. Ein riesengroßes Dankeschön an euch alle hier, an dich persönlich. Vielen lieben Dank an die Abonnenten, die mich hier von Anfang an begleiten, an die, die dazugestoßen sind. Ein riesengroßes Dankeschön für eure Feedbacks, Kommentare und natürlich für euer Vertrauen. Ich möchte ganz gerne hier einmal für den morgigen Tag, was darf dich hier erwarten, starten. Die Energien sind derzeit sehr, sehr hoch. Für all die, die hier mit meinen Produkten arbeiten, bitte ich hier nochmal intensiv diese unters Kopfkissen zu legen oder bei sich zu tragen, je nachdem, was du hier hast, da die Energien sehr, sehr stark sind und natürlich die Wirkung umso kräftiger einmal, ja? Ich werde jetzt starten mit dem Kartendeck von Luis Royo und ich werde heute auch arbeiten, denn diese Karten habe ich neu von Esther und Jerry Hicks, das Orakel. Ja, werde euch unten in meiner Infobox die Details dazu verlinken, sprich wo du sie bestellen kannst. Alle Kartendecks sind hier einmal über Amazon bestellbar, mit denen du dann auch arbeiten kannst, ja. Ich starte jetzt einmal für dich. Es möchte sich wieder viel zeigen. Wir haben die Welt, die vier der Stäbe, den Stern, den König der Stäbe. Ich gehe weiter mit dem Manara Tarot von Los Garabeo. Ich möchte noch eine Karte. Es ist mir noch eine rausgefallen. Und zwar haben wir hier die 1 der Erde, die 2 des Feuers, die 6 der Luft, die 2 der Luft und wir haben die Welt. Jetzt einmal aus dem neuen Deck, was ich hier gestern erhalten habe für dich. Ich gehe weiter mit den Lennon-Karten von Giro Marchetti. Wir haben das Kreuz, den Brief, die Lilien, den Sarg, den Klee. Ich gehe weiter mit dem Kartendeck der Liebe von Chuck Spitzer. Zärtlichkeit, Bindung, Manipulation, Regeln. Und wir haben die Liebenden. Die Karten der Engel von Dorian Virgil. Gespräche von Herz zu Herz. Gib dir Mühe. Anziehungskraft. Die Magic Tarot Cards von Los Garabeo. Die Karte aus dem Deck, die ich hier immer mit zur Deutung dazu nehme.
Die 5 der Schwerter. Die 8 der Münzen. Und wir haben die Herrscherin. Amos Botschaften. Ja. Freundschaft. Wunder. Liebe. Ich gehe einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Die 2 der Stäbe. Die 7 der Münzen. Die 4 der Kelche. Und wir haben die Königin der Schwerter. Die Priesterin. Die 8 der Luft. Die 5 der Luft. Dazu gehe ich gleich in die Deutung. Eine Karte mehr. Die Zeit. Die Wolken. Die Brücken, die Eulen, die Würfel, die Fische, die weibliche Hauptperson, Heilung, falsche Geisteshaltung, Entzücken, noch eine, bleibe optimistisch. Lass deinen Ex-Partner los. Du verdienst es, geliebt zu werden. Neue Liebe. Probleme in der Familie. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Noch ein. Der Turm. Die 2 der Stäbe. Die 4 der Stäbe. Amos Botschaften von Toni Caminessa Lerno. Ich glaube, ich hatte das hier wieder mal vergessen zu sagen. Noch ein.
Reinigung. Zeit des Nachdenkens. Folge der Stimme deines Herzens. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Ich starte jetzt einmal für dich, irrelevant, wie du hier einmal schaust. Wir haben mit der Welt, Körper, Geist und Seele, Vereinigung der Lebenskräfte, Harmonie, angekommen sein, mit sich im Reinen sein, ja? Haben wir hier mit der Karte der Welt. Ich beziehe dieses einmal darauf, dass man hier sich angekommen fühlt. Durch diverse Reinigungen, durch die Balance, dass man hier seinen Körper, Geist und Seele in den Einklang gebracht hat. Ja, für dich einmal. Denn wir haben mit dem Stern einmal, dass es von oben geführt ist, eure Verbindung. Aber auch, dass man hier sehr viel Reinigung durchlebt hat, durchgangen ist, ja, mit der Erneuerung, neue Möglichkeiten, Optimismus, hier bieten sich Gelegenheiten, ja. Aber auch, dass du intuitiv davon weißt, dass es hier zu einer heiligen Vereinigung kommt, ja, bekomme ich hier mit der Karte der Stern. Des Weiteren haben wir die vier der Stäbe, hier geht es um eine Romanze, um Harmonie, hier trägt etwas Früchte. Ja, was du in der Vergangenheit hier manifestiert hast, bekomme ich für dich einmal mit den vier der Stäben. Des Weiteren haben wir den König der Stäbe. Hier geht es einmal um eine männliche Person, geht aber auch darum, hier in den Optimismus zu gehen, spricht auch für Mut und Autorität, Dynamik. Ja, ich bekomme hier, dass eine männliche Person, der König der Stäbe, hier ist jemand, der abwartet. Ja, hier ist jemand in Warteposition, betrachtet etwas, bekomme ich hier. Es ist eine Autoritätsperson. Hier möchte aber etwas in eine Bewegung gebracht werden. Trotz alledem wartet diese Person hier noch ab. Bei dir oder für dich einmal, ja. Des Weiteren haben wir von den Tarotkarten die Eins der Erde. Hier geht es definitiv um eine weibliche und männliche Person. Wenn du hier einmal von Frau zu Frau schaust, denkst du bitte einmal für dich um. Und wenn du von Mann zu Mann schaust, bitte ich dich, das ebenfalls zu tun einmal. Denn die Eins der Erde spricht von einer weiblichen Person und hier geht es um Sehnsüchte. Ja, also hier betrachtet man die weibliche Person, näher, der König der Stäbe hier einmal. Man steht in der Öffentlichkeit, ja. Die weibliche Person steht in der Öffentlichkeit. Man schaut sich dieses genauer an, denn du als weibliche Person repräsentierst hier etwas, ja. Das siehst du sehr gut auf dem Bild, da hier Kameramenschen sind mit zwei des Feuers. Des Weiteren haben wir die Welt. Du bist in deiner Macht, du bist wie in deiner Herrscherposition. Also hier geht es um ganz starke Erneuerung. Ja? Also du bist hier definitiv als weibliche Person in deiner Kraft, in deiner Macht. Hier geht es auch viel um Reisen, bekomme ich hier. Vielleicht bist du beruflich sehr viel unterwegs. Und wir haben die Karte 2 der Luft. Die weibliche Person betrachtet ebenfalls etwas. Man wartet hier auch ab. Man ist in seiner inneren Mitte. Du hast hier auch etwas erschaffen mit der 2 der Luft. Durch diese karmische Verbindung, durch diese karmische Verstrickung, diese schicksalhafte Begegnung, hast du hier etwas verändert, ja, etwas erschaffen. Und des Weiteren haben wir die 6 der Luft. Hier sieht man auch nochmal ganz klar, dass du hier als weibliche Person in deiner Macht, in deiner Kraft bist, in der Öffentlichkeit stehst, ja, hier öffentlich auch beobachtet wirst, ja. Ich sehe hier sehr, sehr viele Menschen, denn du bist hier im Licht, im Mittelpunkt, ja. Und ich sehe hier sehr, sehr viele Schatten und Menschen, die dich hier beobachten. Ihr sind destruktive Menschen, hier gibt es viele Neider, hast du hier einmal, und diese bleiben verdeckt. Wie du hier unten so schön sehen kannst, schauen viele Menschen auf dich herauf, ja. Aber man sieht hier, wie diese Menschen in Wartehaltung sind, so als ob sie warten, dass du einen Fehler machst.
Hier gibt es sehr, sehr viele Neider. Für all die, die hier einmal in der Öffentlichkeit stehen. Worum geht es hier? Leiste dem Bösen Widerstand. Ziehe ich das Böse an? Wenn du etwas Widerstand entgegenbringst, richtest du deine Aufmerksamkeit darauf. Gehst du dagegen an und aktivierst somit seine Schwingung. Und dadurch ziehst du etwas an, was ihm gleicht. Ja? Also schau bitte, dass du hier das Böse nicht anziehst. Ich sagte ja zu Anbeginn, dass die Energien sehr, sehr hoch und sehr, sehr stark sind. Bleibe bitte in deiner Mitte, denn du bist hier beschützt, du bist von oben geführt. Ja? Für all die, die etwas selbst kreiert haben, die sich absolut neu erschafft haben. Ja? Aber auch für all die, die hier nicht in ihrer Mitte sind. Denn wenn du das Gesetz der Resonanz besagt, dass du das, was du denkst und fühlst, anziehst. Ja. Gedanken werden Worte, Worte werden Taten. Achte bitte darauf. Ja. Ja, es geht hier um eine schicksalshafte Begegnung. Man möchte hier kommunikativ auf dich zugehen. Hier gibt es seitens der Familie Probleme, ja, was dein Gegenüber oder was dich hier über einen langen Zeitraum, wir haben hier die Zeit, stagniert hat. Ja, und zwar wieder zu der Karte zurück, das Böse. Ja. Sehr, sehr viele Schattenthemen, was hier in der Familie, wie die Familie gegen dich oder dein Gegenüber vorgegangen ist. Ja. Denn die Lilien stehen für die Familie und wir haben den Sarg und der steht für Stagnation. Ich bekomme hier sehr, sehr viel Hinterhalt rein. Ja. Sehr, sehr viel Hinterhalt durch die Familie, wo du jetzt in deine Kraft kommst. Denn du stehst jetzt hier auf. Wir haben das Glück, den Klee. Ja, was in einer Dualität, in der Zweisamkeit hier viel Versprechung verheißt. Denn wir haben die starke Anziehungskraft zwischen dir und deinem Gegenüber. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Wir haben, gib dir Mühe, große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Ja. Du hast hier etwas erschaffen, du bist hier in deine Erneuerung gegangen. Dein Gegenüber wird jetzt definitiv auf dich zukommen. Je nachdem, wie du hier schaust, ja, in welcher Perspektive du dich hier befindest natürlich. Und wir haben die Gespräche von Herz zu Herz. Hier hast du hier mit der doppelten Bestätigung. Ich habe auch das Treffen hier gesehen zwischen Zweier. Ja. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Und jetzt ist es an der Zeit, dass man ehrlich zueinander ist, seine wahren Gefühle auch zum Ausdruck bringt, da man dies in der Vergangenheit nicht getan hat. Denn wir haben die Liebenden, ja, wir haben hier die Zusammengehörigkeit mit den Schwänen. Des Weiteren haben wir die Bindung. Hier wird es in eine Verbindung gehen, ja, zwischen euch. Und wir haben die Zärtlichkeiten, dass man miteinander, aber auch diese Zärtlichkeiten spürt, dass man sich sehnt, ja, mit dem Tod hier, da wir den Sarg haben, in der Familie dieses nicht erfahren durfte, diese Zärtlichkeiten, was du aber deinem Gegenüber hier näher gebracht hast, ja, oder dein Gegenüber dir näher gebracht hat. Und wir haben die Manipulation, die ich bereits schon sagte, dass man hier durch die Familie über einen längeren Zeitraum immer zu Boden gedrückt wurde, manipuliert wurde. Achte bitte jetzt, ich sage es hier noch einmal, ganz bewusst, ja, dass du dich nicht hier wieder reindrücken lässt, ja, oder dein Gegenüber. Ja. Zieh bitte dein Gegenüber auch mit in das Positive. Ja. Denn man geht hier manipulativ derzeit noch vor, bekomme ich hier. Ja, es ist nicht nur ein Thema der Vergangenheit. Hier geht es Regeln. Hier sind die Regeln gefallen und hier reicht der Weg sehr, sehr lang zurück. Ja.
Das sind Ahnenthematiken hier auch, ja, von Familie zu Familie, Generation zu Generation einmal. Des Weiteren haben wir, wo geht es hin? Die Antwort lautet ja. Denn das zwischen euch ist Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wo zu mir Fragen stellen. Also hier fragt sich jemand immer noch, ob dieses Liebe ist, ja. Aus dem Grund sollte man hier auch seine Liebe gestehen und diese Gespräche einmal führen miteinander. Denn in der Familie ist dieses nicht so. Ja, das bekomme ich hier ganz klar. Es stehen Wunder an. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Freundschaft. Also du als weibliche Person, ja, da wir hier die Kraft haben, es könnte auch sein bei der männlichen Person, hier geht es um beide Menschen, aber wir haben hier die weibliche Person, die hier absolut in ihrer Erneuerung ist, mit den zwei der Luft, dass man hier etwas erschaffen hat. Du hast hier komplett dein Leben geändert, ja, du hast einen ganz neuen Freundschaftskreis und ich denke, du ziehst dein Gegenüber hier auch mit, dass die männliche Person oder eben wenn du von Frau zu Frau schaust, ja, dass dein Gegenüber hier den Freundschaftskreis hier komplett wechseln wird, ja, da man hier falsche Freundschaften auch gepflegt hat, ja. Aber auch, dass die Manipulationen waren bei dieser schicksalshaften Begegnung, dass man sich hier freundschaftlich manipulieren lassen hat, ja, des Weiteren hier alles geändert hat, sein Leben in einen kompletten Neubeginn durch Reinigung. Du hast hier dein Leben komplett einmal verändert, ja, und man sieht hier sein Gegenüber auch mit, dass die männliche Person, also wenn du von Mann zu Mann schaust, dass es bei dir genauso ist, als wenn du jetzt von Frau zu Frau schaust, ja. So, was möchten die Magic Tarot Cards dir hier mitteilen? Ja, die Herrscherin, die weibliche Person ist hier in der Herrscherposition. Ja, du hast hier viel Macht, du hast hier viel Kraft. Du lehnst dich auch zurück, das darfst du auch. Ja, denn hier kommt jetzt einiges auf dich zu. Gib bitte nochmal Acht, wir haben hier die Schlange im Hinterhalt, das sagte ich zu Anbeginn mit den Manara Tarotkarten. Ja, gib bitte Acht, was Böses hier hinter dir lauert. Zieh es bitte nicht noch mehr an, bleib in deiner Positivität, denn du bist von oben geschützt. Gehe bitte nicht in die Energien rein des Bösen hier. Ja? Die Acht der Münzen sprechen davon, dass man familiär hier einen Cut möchte. Man hat sich hier nichts mehr zu sagen. Wir haben mit dem Turm auch den Umbruch, aber auch nochmal die Bestätigung, dass hier Menschen im Hinterhalt sind. Vorsicht bitte. Also man fühlt sich hier nicht mehr wohl in dieser Verbindung. Sei es in einer Dreierkonstellation, sei es in der Familie, denn wir haben die Familie hier. Ja, man möchte dieses nicht mehr. Und wir haben die Karte 5 der Schwerter. Hier wird etwas Schnelles passieren, denn wir haben hier das schnelle Entkleiden. Wir haben hier die Sehnsucht, wir haben sehr viel Leidenschaft hier in der Karte. Und natürlich auch die Vereinigung mit dieser Karte, ja. Ich deute sie immer mit, denn es ist eine sehr, sehr hohe Karte für mich, dass man hier sich gegenseitig das Essen reicht und in eins verschmelzt, ja. So, ich gehe einmal weiter für dich auf den darauffolgenden Tag. Diese neuen Karten, die lege ich dann einmal hier hin und deute sie dann gleich. Mit den zwei der Stäben, hier geht es um Zeit, ja, hier läuft eine Zeit auch ab, das kann man sehr gut sehen. Hier ist sehr, sehr lange hat man hier gewartet, denn die Sanduhr läuft hier sehr, sehr langsam, ja, siehst du hier einmal auf dem Bild. Aber auch, dass man jetzt schnell mit der Zeit mitläuft, in die Klarheit gelangt. Dadurch aber, dass wir die Karte zwei der Stäbe haben, das ist hier um langes Warten geht, um auf Nachrichten, dadurch, dass dein Gegenüber hier lange, lange Zeit unentschlossen war, ja. Aber viel gleichgültig auch mit der Karte, mit dem Sarg, ja. Hier ist die Gleichgültigkeit, man war sich selber nicht sicher, durch die Familie, da man hier immer unter Druck auch saß, ja. Des Weiteren haben wir, hier geht es um eine Ex-Partnerin, wir haben die weibliche Person, um die Königin der Schwerter. Hier geht es um eine weibliche Person, wie du hier sehen kannst. Ja, hier geht es um eine Ex-Partnerin, um Schmerzen, um Leid, Verdruss. Ja, also dein Gegenüber ist hier definitiv
Was die Verbindung anbelangt, dass man hier auch sehr, sehr viel Zeit vergehen lassen hat. In der Traurigkeit, auch in der Einsamkeit. Ja, wir haben hier den Turm, wir haben hier die Einsamkeit. Des Weiteren haben wir die 7 der Münzen. Spricht von, etwas trägt jetzt Früchte, das hatten wir hier aber auch schon in diesem Tag. Ja. Projekte werden jetzt heranwachsen, auch was die Finanzen einmal betrifft. Ja, wirst du hier als weibliche Person in absolutes Vorankommen kommen. Ja. Alles, was du hier in der Vergangenheit geleistet hast, ja, dafür wirst du jetzt belohnt. Ich sagte ja, die Energien sind sehr, sehr hoch. Ja, mit den Karten 7 der Münzen. Aber dein Gegenüber kommt jetzt nach und nach ins Vertrauen. Er bekommt auch diese Vertrautheit, dieses Gefühl der Vertrautheit zwischen dir und dein Gegenüber. Ja, ja, mit den 4 der Kelchen haben wir hier wieder die Unzufriedenheit, ja, Kursänderung, Enttäuschung, Verdruss, ja, gute Chancen verpassen. Also man hat hier auch viele Chancen verpassen lassen durch sein Gegenüber einfach. Ja, bekomme ich hier. Durch diese ganze Zeit des Wartens hier einmal. Man bekommt hier aber die absolute Klarheit. Ja, wir haben die Zeit neben den Wolken. Dann haben wir die Priesterin. Ja, dein Gegenüber wird sich jetzt offen gegenüber dir zeigen. Das einmal ganz klar, denn wir haben die heilige Vereinigung hier. Ja, also man wird jetzt die mit Offenheit entgegenbringen. Ja, dann haben wir die 8 der Luft. Ja. Hier sind sehr, sehr viele Tiere drauf, ja, könnte sich auch durch Musik äußern oder Ähnlichem auch, dass du an dein Gegenüber erinnert wirst, ja. Aber hier kommt etwas Plötzliches auf dich zu mit der 8 der Luft. Ja, dein Gegenüber kommt jetzt plötzlich oder du gehst auch dein Gegenüber zu, je nachdem, wie man hier schaut. Denn wir haben auch sehr, sehr viele Wunschpartner, die hier einmal für sein Gegenüber schauen. Ja, du bist hier etwas irritiert, damit hast du nicht gerechnet, ja. Denn du hast hier die Gespräche, die Kommunikationen. Die 5 der Luft spricht hier auch, wie diese Karte einmal, dass man jetzt in Kummer schwelgt, der in Traurigkeit ist. Man möchte das beenden hier mit der Zeit, dieses Warten auf Nachrichten, diese Unentschlossenheit. Ja. Man lässt sich hier jetzt aber auch nicht mehr von der Zeit aufhalten. Denn man sieht hier diese Hand, was nach einem greift, ja. Aber du hast dich hier gereinigt, du bist hier in der Erneuerung, da auch sehr, sehr viel Zeit vergangen ist zwischen euch. Ja. Also ich kommt nochmal ein Thema hoch bei dir und deinem Gegenüber, bekomme ich hier so. Also du wirst hier nochmal an die Vergangenheit erinnert. Was möchten hier die Karten von Jerry Hicks sagen? Ich kann Schlösser ebenso leicht erschaffen wie Hosenknöpfe. Du erschaffst dich hier selbst. Ja? Du bist Macher deiner selbst. Alles, was du denkst und fühlst, ich sage es hier noch einmal, ja, das erschaffst du auch. Ziehst du Negatives an, ziehst du Positives an. Wenn du die Gesetze verstehst, verstehst du auch, dass es nicht schwieriger ist, ein Schloss zu erschaffen als einen Hosenknopf. Sie gleichen sich. Es ist nicht schwieriger, 100 Millionen zu erschaffen als 10 Millionen. Dasselbe Gesetz wird mit 2 unterschiedlichen Absichten auf die gleiche Weise genutzt. Ja? Irrelevant, was du dir hier wünschst. Ja? Ob du jetzt dir die Million wünschst oder die Milliarde, ob du hier kleines Denken hast oder großes Denken, du bekommst das, was du dir wünschst. Ja? Also achtet bitte auf eure Wünsche ganz genau, was ihr hier manifestiert. Denn hier kann etwas schneller kommen, als du dir vorstellen kannst, als du dir es jemals gedacht hast. Ja? Achtet bitte immer auf eure Wünsche. Mein inneres Wesen führt mich Kraft, meine Gefühle. Während du wahrlich ein wundervoller physischer Schöpfer bist, existierst du gleichzeitig in einer anderen Dimension. Es gibt einen Teil von dir, dein inneres Wesen, das diesen physischen Körper existiert. Und deine Gefühle, die dich führen, sind dein körperlicher Indikator für deine Beziehung zu deinem inneren Wesen.
dein inneres Wesen für dich hier in die Kraft deines Inneren. Es ist nicht mehr weit, bekomme ich hier. Es passiert hier plötzlich etwas, denn die Berge sind hier im Hintergrund. Ja? Du siehst hier diesen Weg, wie er schnell gegangen wird. Ja? Man geht hier zwar Umwege, aber die Berge sind dahinter. Also achte bitte auf deine Wünsche. Ja, dein Gegenüber möchte hier jetzt auf dich zukommen, ja. Denn es ist lange Zeit vergangen, du bekommst hier Klarheit, ja. Die Brücken werden jetzt gebrochen. Ich sagte ja hier bei der Karte, dass die Berge dahinter liegen, ja. Dass man jetzt in seine Kraft kommt, in die Auferstehung. Die Brücke geht, ja. Man bricht die Brücke hinter sich ab, bekomme ich hier. Hier wird es definitiv zu treffen kommen, ja. Man wird hier auch als weibliche Person das Risiko eingehen. Ja, hier geht es um Vermehrung und hier geht es einmal, Finanzen bekomme ich sehr viel, wenn du für die berufliche Basis einmal schaust, ja, dann kommt hier etwas in Vermehrung, wo du in der Vergangenheit sehr viel Verdruss hattest. Ja. Nochmal bitte erinnere ich hier an den Gedanken, ja, positives Denken, meine Liebe, mein Lieber. Die weibliche Person geht hier das Risiko ein, so wie dein Gegenüber, definitiv. Ja, wird es hier zu einer Zusammenführung kommen, schneller als du gedacht hast, denn wir haben die heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Und diese wird nicht nur heilig, die wird hier sehr leidenschaftlich und impulsiv sein. Zeit des Nachdenkens. Ja, man hat hier sehr viel nachgedacht. Aus dem Grund bricht man jetzt die Brücken hinter sich ab und geht auf sein Gegenüber zu. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Nochmal Leidenschaft, Feuer, sehr viel Temperament hier einmal zwischen euch. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ja? Und das ist nochmal das, was diese Karte hier widerspiegelt, die ich dir hier noch einmal zeige. Mein inneres Wesen führt mich, Kraft meiner Gefühle. Ja, und dein Gegenüber kommt jetzt in seine Kraft und folgt der Stimme seines Herzens oder eben du. Ja, man hat hier in der Vergangenheit die falsche Geisteshaltung gehegt. Des Weiteren haben wir die Heilung. Also hier geht man gemeinsam den Weg der Heilung auch, wenn man derzeit vielleicht noch nicht zusammen ist, ja, denn jemand kommt hier auf dich zu, hier gibt es eine heilige Vereinigung, steht auch dafür, dass ihr derzeit nicht im Kontakt seid. Jeder für sich hier Schritt für Schritt gegangen ist. Entzücken. Ja, man ist voneinander entzückt. Diese Karte mit den vier der Stäben habe ich euch schon näher gebracht und wir haben die zwei der Stäbe und hier siehst du, dass man sich sehr, sehr viel zu sagen hat bei diesem Treffen. Hier kommt es zu Treffen, ja, in den Abendstunden. Ja, aber hier gibt es noch Themen, meine Liebe, mein Lieber, denn die Eulen stehen für Masken. Sprecht beide ehrlich miteinander. Der Turm. Achtet bitte auf dritte Personen. Ja, es könnte auch eine Rivalität geben. Ja, hier ist jemand eifersüchtig. Hier geht es um Eifersucht. Ja. Eine gewisse Person möchte hier was unbedingt. Also ich sehe hier zwei männliche Personen, die sich hier streiten. Also wo es wirklich Rivalität gibt. Ja. Eifersucht bekomme ich sehr, sehr viel. Denn man sieht bei der Person, die einmal hinter der anderen männlichen Person steht, wie diese Person auf sein Herz zeigt, ja. Hier zeige ich dir das nochmal, dann kannst du das sehen. Die hintere Person zeigt er mit seinem Finger auf das Herz und möchte damit sagen, ich habe auch Gefühle, ja.
Und wir hatten ja in den vergangenen Tagen, wir haben auch hier, sehe ich gerade, die neue Liebe. Wenn du hier einmal in deinem Leben, wenn dir jemand Neues begegnet ist, ja, hier kommt jemand aus deiner Vergangenheit zurück, denn wir haben die heilige Vereinigung und hier geht es auch um eine andere Person. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Ja, aus dem Grund auch die Streitigkeiten. Wahrscheinlich kommt dein Gegenüber jetzt auf dich zu, da man dieses spürt. Ja, man spürt das. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Und man wird hier Glück haben. Ja, den Klee haben wir hier. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Und ihr werdet zusammengeführt, da es von oben eingeleitet wurde. Ja, diese Begegnung mit euch, diese schicksalhafte Begegnung. Probleme in der Familie, dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deine Eltern vergibst. Also das Thema hier noch mit dem Treffen bei dir und deinem Gegenüber, wo du jetzt Nachrichten erhalten wirst, ja. Hier gibt es noch Probleme in der Familie, die müssen noch geheilt werden. Ja, vielleicht beschreitet man dann den gemeinsamen Weg der Heilung. Vergesst bitte nicht, dies ist eine allgemeine Liebe. Ja, hier gibt es noch Probleme in der Familie bei deinem Gegenüber. Oder bei dir, ja, je nachdem, wie du hier schaust. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Hier sind Themen in der Familie, was ich zu Anbeginn schon sagte, ja, dass man hier nie wirklich Zärtlichkeiten und Liebe erfahren durfte. Ja, aus dem Grund ist es einem bewusst, dass man hier, du hast wahrscheinlich deinem Gegenüber hier Zärtlichkeiten näher gebracht, ja. Und dieses muss man erstmal bewältigen, verarbeiten alles. Ja. Aus dem Grund ist man auch in den Rückzug gegangen. Und hier sagen die Engel, du bist liebenswert. Ja. Lass deinen Ex-Partner los, die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Man hängt wahrscheinlich hier auch noch in der Vergangenheit. Man muss einiges mit sich selber, mit der Familie hier noch klären, ja, dass man in das Loslassen geht, in das Vertrauen. In diese Liebe geht. Ich möchte ganz gerne hier noch für dich eine Karte aus dem orientalischen Deck, was eure Verbindung anbelangt. Ja, hier haben wir das Glück. Lass dir genügend Freiraum für ein spontanes Leben. Hier passiert etwas ganz Spontanes, ja, was euch beinhaltet. Ja, die Kommunikation hast du hier einmal. Entscheide spontan. Entscheide, was dein Herz dir sagt. Geh einmal in dich, ja. Ich erinnere euch nochmal an die starke Anziehungskraft, ja. Die Energien, an das, was du denkst, fühlst, dein Handeln. Das mit euch geht hier in das Glück. Ja. Sehr, sehr schöne Botschaften hier einmal. Noch einmal vielen Dank. Damit möchte ich ganz gerne diese Legung hier verabschieden. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe. Fühl dich umarmt. Bis dahin.